Favorites wird präsentiert von Klaus Thaler. Klaus Thaler, das Bier unter den Alkoholfreien. Und Lidl Schweiz. Lidl Schweiz, da steckt richtig viel Schweiz drin. Ja, heute wird mal nicht gekocht, sondern heute wird vorbereitet. Und zwar wird vorbereitet Kampfansage gegen alle Fertigsoßen an den Grillpartys. Wir bauen heute unsere eigene Soßenwelt. Und zwar kochen wir mal heute ein bisschen auf Vorrat kochen und Leergut befüllen. Das ist nämlich sehr praktisch. Gonfigläser, wie Einmachgläser, wie so Squeeze-Bottles oder halt einfach eine simple Weinflasche. Wir fangen an mit einem Grillketchup, den wir machen. Tomaten einfach klein schneiden. Das Fruchtfleisch raus. Das hat folgenden Grund. Wenn wir das drinnen lassen, dann wird das Ketchup fast ein bisschen wie zu flüssig, und das wollen wir ja nicht. Aber das tun wir auf keinen Fall vor. Das brauchen wir nachher noch für unser Mango Chili Chutney. Und schön eben so Sache ist, du kannst es einerseits mitnehmen an jede Grillparty. Die Leute sind richtig happy mit selber gemachten, einfachen, kleinen Sachen, also ein bisschen zum Grillieren passen. Ein bisschen rote Zwiebeln. So, hier haben wir die Spitzpaprika. Einfach rein. Tun wir noch Chili dran, mit den Kernen, die ist mittelscharf, kein Problem. Salz bestreuen. Ein bisschen Pfeffer. Hier, schön drauf. Und haben hier noch ein paar Knoblauchflakes, getrocknete. Ab in die Pfanne, in die heisse. Also einfach so anbraten, mit etwas weissem Balsamico, einfach ablöschen. Ein bisschen Aprikosen-Gonfi drin. Man kann auch Erdbeer-Rhabarber-Gonfi drin, das ist egal. Hier schön grosszügig, 3 Esslöffel. In Aprikosen-Gonfi hat es selbstverständlich Gelierzucker. Plus nehmen wir noch ein bisschen Senf rein und ich nehme immer, wenn möglich, hot. Und das Ketchup wird nicht rot, so wie man es kennt aus dem Tübli, sondern es wird so ein Barbecue-Salsa-Rot. Dann gehen wir hin zum nächsten. Mango-Chili-Salsa. Wie es schon sagt, Mango. Hier ein bisschen um den Stein umschneiden, bis man sie hat. Dann könnt ihr sogar eine überreife Mango nehmen, das ist absolut okay. Und jetzt einfach die auslösen. Voilà. Tomatenkerne, die wir vorhin rausgeschnitten haben, tun wir hier dazu. So ein daumendickes Stück Ingwer noch dran. Passt super zum so ein bisschen exotischen. Selbstverständlich, wie es der Name sagt, Mango Chili. Ein bisschen Chili, aber dort ohne Kerne. Und das reicht, so ein Viertel Chili reicht für ein Mango. Ein bisschen Koriander dran noch. Finde ich halt eine extrem spannende Mischung. Voilà. Ein Sternanis dran klepfen. Nicht allzu gross, weil der gibt fein ein bisschen Geschmack ab. Nehmen wir die noch ein bisschen weniger. Kannst du so abbrechen hier. So 3 Ecken. Obacht. Das lässt man eigentlich drinnen. Aber draufbeissen ist uncool. Also dort müsst ihr ein bisschen halt, die Einsatzleitung übernehmen von dem Chutney, wenn es gereicht wird am Tisch mit Gelierzucker. Ein bisschen marinieren. Und ich sage jetzt eben mal so, wirklich ein Viertel vom Gewicht kann man gut Gelierzucker geben. Hervorragend zum grillierten Gravetten. Oder auch Schweinefleisch, wunderschön grilliert. Ein Löffel Mango Chili Chutney, Hammer. Also, wir sind relativ gut unterwegs. Hier tun wir kein Öl rein. Wir tun wirklich einfach durch die Flüssigkeit das Ganze kochen.
Und hopp, die Soßenproduktion läuft. Zitronensaft. Wir drehen es gut, noch ein bisschen Säure. Kommen wir zum nächsten. Ein scharfes Öl. Sogenanntes Biribiri. Also fast wie original. Dazu tut man eigentlich als Basis Whisky drin. Ich finde Rum, recht eine coole Geschichte. Von Fruchtigkeit her auch. Weisse Balsamico. Die hier. Weil sie mittelscharf sind, gerade mit den Kernen drin. So. Hier rein. So. Knoblauch. Und da dürfen wir wirklich schön großzügig Knoblauch geben. Hier haben wir ein bisschen Salz drin. Plus näher ein bisschen Zitronensaft. Natürlich. Und ich, ein Freund der Zitrone, tue so ein Zestel rein. Und jetzt sind wir hier mit Olivenöl auffüllen. Es muss überdeckt sein. Gut zumachen. Und wenn drauf steht, gut schütteln, dann meine ich gut schütteln. Et voilà, Piri Piri. Also wenn du keine Föhnfrisur hast, nach dem hast du eine. Also ich nicht, aber dir vielleicht schon. Das tut also wie ein Schwein, aber ist geil. Mango Chili Chutney. Wichtig, dass man es jetzt gerade abfüllt. Das ist sicher ein Vorteil. So kann man es jetzt ein bisschen lagern. Oder einfach gerade zum Gebrauch. Mango Chili Chutney. Und jetzt kommt eines meiner Lieblingsrezepte. Ein ganz einfaches Knoblauch-Zitronenöl. Das reicht. Dann tun wir hier rein. Knoblauch, das kann man mir jetzt wirklich geben. Wir können hier ganz Knoblauch rein tun. Meine Unterstützung, meine Stimme hat er. Zitronensaft. Da tun wir jetzt sicher mal zwei Zitronen rein. Die Reste von den Tomaten auch noch hier dazu. Die haben wir nämlich alles verwendet. Jetzt geben wir ihm mal ein paar Trauertouren. Aufpassen, nicht zu hochtourig, sonst geht es auch abbinden. Und das wollen wir nicht. Auch nicht allzu lang, weil Öl wird warm. Und das hier, was ihr jetzt hier einfüllt, das ist wie eine Art Zaubertrank von meinen Freunden. Der Gallier, das gehört wie jeder Kühlschrank. Und man kann brauchen für Salatsauce, für zum Grillierten, über das fertig grillierte Fleisch. So. Das tun wir gar nicht waschen. Da können wir direkt jetzt mit unserem Ketchup rein. Das ist jetzt ausgekühlt. Und es ist jetzt wichtig, wirklich gut mixen. Grillketchup, Squeezing Bottle. Ketchup. Kräuterbutter. 250 Gramm Butter. Auftauen in ein Maschin. Zwei Knoblauchzehen. Gerade wieder reinpressen. Prise Salz. He? Und noch Knoblauchbutter darf man schon etwas gut salzen, finde ich. Dann tut man das Ganze schaumig schlagen. Zitronensaft, so eine halbe. Wenn ich sage Kräuterbutter, dann sagt das Wort ja das Kräuterbutter eigentlich schon ein bisschen. Und dann tun wir richtig viel Schnittlauch rein. Ein bisschen Basilikum. Wunderschön. Noch so eine Handvoll Beterli. Voilà. Das Mödeli 250 Gramm. Du siehst den Haufen Kräuter. Das alles
Hier rein. Das ist Kräuterbutter. Nachher kann es losgehen mit der Esserei. Was halt gut ankommt, ist noch so ein vorgekühltes Geschirr. Aber im Prinzip jetzt den in den Kühlschrank tun, empfehle ich nicht, weil der wird schon fertig. Und jetzt hat er genau die richtige Konsistenz. Alles zu Weg machen. Und wenn die Gäste kommen, tut man den Butter näher aufschlagen. Und geht so auf den Tisch, auf den Tisch. Eine richtig freute Sache. Ja. Wenn ihr mit dem hier in die Grillsaison 14 einrückt, dann wissen die anderen, was geschlagen hat. Über Gemüse, über Fisch, über Fleisch, über Salat. Das macht einfach nur Freude. Oder? Und das könnt ihr auch gut mitnehmen an einer Grillparty, also wenn ihr mal eingeladen seid. So. Wichtig ist einfach, dass es der weltberühmte, schon lange bekannte Brottest besteht. Und zwar einfach schön Brot. Ein bisschen drauf tun. Aber 100% Fertigsauce bei einem wunderschönen Grillabend, das ist nichts. Darum unsere eigene Saucenwelt. Zum Beispiel. Favorites wird präsentiert von Clausthaler. Clausthaler, das Bier unter den Alkoholfreien. Und Lidl Schweiz. Lidl Schweiz, da steckt richtig viel Schweiz drin.